Man wird nichts geschenkt im Leben. Es gibt auch viele Leute, die nichts haben. Und das musst du immer im Hinterkopf haben. Ich kam von weit hinten und jetzt habe ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, aber das beeinflusst nicht die Person, die ich bin. Als ich klein war, natürlich mit meiner Freundin Fußball gespielt habe, im Park, in der Schule, wo ich immer so auch der Traum hatte, Fußballprofi zu werden. Aber es war halt eine Gegend, wo nicht so einfach war. Und klar, jeder Junge, der Fußball spielt auf der Straße, träumt sich mal in großen Stadien zu spielen. Und das war natürlich auch da mein Traum. Aber ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, und so, wie das richtig funktioniert. Ich kam frisch aus Afrika, aus Kamerun. Und ich kannte nur Fußball aus der Straße. Und dann hat einer mal. Guter Konter! 1-0 Schalke! Rehle Bolo! Kolasina, schlecht Tor! Tor! Bayern, Sommer, meine Eltern haben sich immer bemüht. Mein Vater und meine Mutter waren schon sehr, sehr früh nicht zusammen, aber ich hatte immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den beiden. Bis heute ist es so geblieben. In Afrika ist es wirklich so, wenn der Vater halt nicht mehr mit der Mutter zusammen ist, spielt es gar keine Rolle. Es bleibt eine Familie. Es ist halt so, dass der Vater dann für den Sohn da ist und die Mutter immer noch da für den Sohn ist. Und das war es so, als damals meine Mutter die Chance bekam, hier nach Europa zu kommen, um zu studieren. War ich noch ein bisschen zu jung, um das zu verstehen. Deswegen hab ich da die Zeit auch nicht so viel mitbekommen. Ich habe sie zwar dann auch sehr vermisst, irgendwann mal habe ich mal nach meinem Vater gefragt, wo sie ist. Aber er meinte immer, bald bist du wieder bei ihr und mach dir keine Sorge. Und ich fühlte mich total sicher bei meinem Vater. Also ich war ein sehr, sehr aufgestellter Junge, der immer Spaß hat und der auch sehr, sehr viele Sachen verlor als kleiner Junge. Ja, wir hatten wirklich alles. Wir hatten immer was zu essen, das ist das Wichtigste, und wir waren gesund. Und dieses Spaß im Leben kriegst du einfach schon in Afrika, weil viele Leute haben nicht so viel, also müssen haben die durch den Spaß und durch die Träume sind sie aufgestellt. Und als ich dann in die Schweiz kam, ging meine Jugend so weiter fort. Also ich habe mich nie groß verstellt. Ich glaube auch heute, ich bin der gleiche Junge. Ich versuche, der Brell zu sein, den meine Eltern gemacht haben, also aus den ich aufgezogen wurde mit Spaß, Respekt und Höflichkeit. Und man wird nichts geschenkt im Leben. Es gibt auch viele Leute, die nichts haben. Und das musst du immer im Hinterkopf haben. Ich kam von weit hinten und jetzt habe ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, aber das beeinflusst nicht die Person, die ich bin.